Hallihallo und guten Tag zusammen. Hier ist wieder der Jörg von Bodemotion für euch. Und zwar geht es mir heute darum, dass ich ein Thema nochmal aufgreifen möchte, zu dem ich schon mal was gesagt habe, nämlich Einfachheit. Fotografieren ist einfach. In meinem Video über das Thema Technik ist nicht die Lösung, habe ich darüber gesprochen, dass wir die Lösung unserer Probleme oder unserer Zielsetzung nicht in der Technik selbst suchen sollten. Darauf habe ich den Kommentar bekommen, ich hätte keine Ahnung davon, was ich dann sehr interessant fand. Und vielleicht ist das auch so. Und das Ganze will ich weiterspinnen an einem konkreten Beispiel, nämlich daran, dass ich behaupte, Fotografieren ist einfach. Jetzt fallen bestimmt etliche Künstler, Hobbyfotografen, ambitionierte Idealisten vom Stuhl und kriegen einen kurzen Herzanfall. Ich möchte euch das mal erläutern. Warum sage ich, dass Fotografieren einfach ist? In diesem Fall möchte ich wirklich nur die Technik als solche mal betrachten. Was macht die Kamera für euch? Beziehungsweise was ist an der Kamera entscheidend für ein Foto? Die Brennweite? Die Blende? Die Verschlusszeit? Und die Lichtempfindlichkeit des Films bzw. des Sensors? Mehr kann eine Kamera erstmal nicht für uns tun. Natürlich gibt es noch verschiedene technische Unterschiede, Hochpass, Tiefpass, irgendwelche tollen neuen Erkenntnisse, die Transistoren und so weiter. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Das nennt sich für mich Entwicklung, hat aber nichts mit dem Bild zu tun, was uns berührt. Warum sage ich das und warum ist das so kontrovers? Wenn ihr euch Bilder anschaut, die euch bewegen, Bilder anschaut, zu denen ihr sagt, wow, boah, cool, das macht was mit mir, da fühle ich mich wie in meiner Kindheit oder ach, war das ein schöner Urlaub, kannst du dich noch daran erinnern? Dann ist es in der Regel ziemlich egal, ob das Bild gestochen scharf ist, ob ihr 22, 40, 50 Megapixel hattet, ob ihr Vollformat, Mittelformat, Kleinformat genutzt habt, beziehungsweise APS-C. Es ist völlig wurscht, die Emotionen spielen eine Rolle. Das heißt, für mich reduziere ich die Kamera, die technische Komponente, wirklich auf diese vier Punkte. Brennweite, Blende, Verschlusszeit, Lichtempfindlichkeit. Habe ich diese vier Punkte im Griff oder traue ich mir zu, eine korrekte Einschätzung der Einstellung, der notwendigen Einstellungen zu machen, dann habe ich das technische Rüstzeug, um meinem Verstand, meinem Auge, meiner Inspiration, meiner Emotionen freien Lauf zu lassen. Habe ich Kontrolle über diese vier Dinge der Fotografie, so bin ich in der Lage, die Technik als solche zunächst erst einmal zu beherrschen und mich dann auf das zu konzentrieren, was das Bild ausmacht. Das heißt, die Emotionen, die Situation, ja, die Beeinflussung der Momente durch Blitze, durch Lampen, durch Wortspielereien, durch Empathie beim Modell, durch Sachverstand im Umgang mit Tieren, was auch immer. An diesem Punkt spielt die Technik keine Rolle mehr, weil ich diese vier Punkte im Griff habe. Und deswegen sage ich, die Fotografie als solches, diese vier Punkte, die technische Komponente, ist super einfach. Damit kann man sich beschäftigen und daran kann man reifen und wirklich bis zur Meisterschaft sich selber auch entwickeln. Warum jedoch streben wir dann immer wieder nach neuem Equipment, nach einer noch besseren, noch größeren Ausstattung? Weil wir uns davon versprechen, diese vier Dinge, den Einfluss, den wir darauf haben, abzuwälzen und die Verantwortung abzugeben. Legen wir diesen Deckmantel ab und sagen wir, ich beherrsche diese vier Dinge. Ich bin Meister der Technik und ich nehme Einfluss auf Einstellung, auf Verwendung, auf Komposition etc. Dann geht es nicht mehr um die Technik und dann fangen wir an zu fotografieren. Wir müssen unser Auge schulen, damit wir Momente erkennen, damit wir das Potenzial in einem Bild erkennen. Wir müssen unser Innerstes schulen, um vernünftig mit dem Modell umzugehen. Wir müssen uns empathisch verhalten können, damit wir gerade privaten Kunden oder Tieren ein Gefühl vermitteln können, ein Gefühl, ja, von Geborgenheit, von Sicherheit, von korrektem Umgang, davon, dass wir wissen, was wir tun. Ja, das hat aber nichts mehr mit der Technik zu tun. Das ist der Teil,
an dem man nicht mehr einfach weiterkommt, indem man sich eine neue Kamera kauft, ein neues Objektiv oder ähnliches. Das ist der Teil der Fotografie, der nicht nur Spaß macht, sondern auch für ein großes Maß an Frustration sorgt. Und das ist der Teil der Fotografie, ja, der euch, wenn ihr euch darauf einlasst, dahin bringt, eure Ansprüche konkreter zu stellen. Ja, an dem Punkt, wo ihr wisst, okay, ich brauche diese Brennweite, ich brauche diese Blende, damit ich da und da hinkomme. Ja, das ist wieder ein anderer Punkt. Das ist das Anpassen des Werkzeugs. Ja, macht aber euer Bild erst dann möglich. Ja, und ich finde es halt immer schade, wenn man sagt, ich brauche eine Kamera, ich brauche das Objektiv, damit ich das und das machen kann. Ja, bis zu einem gewissen Punkt stimmt das, habe ich ja gerade gesagt, wenn ich den tatsächlichen Bedarf erkannt habe. Wenn ich es aber einfach nur mache, weil man es macht oder weil ich zu viel Geld habe oder weil ich glaube, ja, dass man mir dadurch was abnimmt, dann glaube ich, ist man auf einem falschen Dampfer, weil dann gibt es immer wieder neue Dinge, die ich für mich meistern muss. Wie seht ihr das? Wie fotografiert ihr? Ja, die meisten sagen ja mal, ja, ich fotografiere aus Spaß, hobbymäßig, das hat nichts damit zu tun. Persönliche Erfolgserlebnisse, ja, werden euch reifen lassen, werden euch besser werden lassen, werden eure Bilder in eine Geschichte verwandeln, in eine Komposition, die man gern zeigt, die man gern erzählt, zu denen man auch gerne ein Feedback haben möchte. Und das ist der Teil, der richtig, richtig viel Spaß macht und viel Potenzial in hat. Wie fotografiert ihr? Gebt mir einen Kommentar dazu. Ja, wie habt ihr euren Werdegang erlebt? Wie geht ihr damit um mit den technischen Finessen? Lasst ihr euch davon geißeln oder zieht ihr einfach los mit einer alten Kamera, weil ihr sagt, ich möchte was erleben, ich möchte die Geschichte einfangen, den Moment entwickeln, die Situation festhalten, was auch immer. Ich freue mich darüber, wenn ihr das Bild teilt. Lasst mir ein Däumchen da. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an einem trüben, regnerischen Tag mit viel Fantasie in meinem Kopf. Euer Jörg.